Ja, mich freut es auch, dass alle da sind. Ich darf euch auch offiziell zur ersten BK da begrüßen. Die Damen gestern sind ja leider abgesagt worden, weil viele noch nicht herum waren in Orel. Die Mannschaft steht da, die Herrenmannschaft, Damenmannschaft ist eh alles klar, habt ihr schon alles gekriegt. Ich möchte euch nur sagen, wir haben da generell, dass wir 12 Damen, 14 Herren da haben, dass wir ein Betreuerteam, sage ich, von 45 Damen und mit der Serviceleiter und bei den Herren 50 Betreuer mit haben, im Gesamten also. Und wir haben da ein großes Team. Wir haben da in der ganzen Vorbereitung nichts dem Zufall überlassen. Der Andi und der Jürgen waren im Sommer nochmal herum, haben alles geschaut wegen den Quartieren. Das funktioniert bestens. Wir sind gleich neben der Piste drüben in die ganzen Apartments. Wir haben eigene Küche mit, eine Dame für die Frauenmannschaft und einen Koch bei der Herrenmannschaft. Ich glaube, wir haben da von der Anreise her alles, was jetzt natürlich so rauskommt, bestens organisiert. Die Herren sind gleich noch Garmisch weg, darum schauen auch alle so erholt aus. Frisch und munter sind gerade die letzten Trainer sind jetzt angekommen. Bei den Herren, die Damen waren ja schon ein paar Tage früher da, haben da schon trainiert, haben sich eingestellt auf die Verhältnisse. Wir wissen, da herum ist einfach was anderes. Man muss sich auf die Bedingungen da dementsprechend einstellen. Ihr wisst, die Verhältnisse, Temperaturen sind andere, der Schnee ist ein bisschen anders. Das ist das, was man einfach nicht beeinflussen kann auch dazu. Wenn ich jetzt so also schaue, wenn ich auf unsere Mannschaft denke, wird man auch ein bisschen dort, obwohl es heuer ja ein wenig leichter war mit der Nominierung, weil wir auf der anderen Seite eine sehr, sehr lange Verletztenliste haben und das wird man leid, dass viele unserer Damen und der Max da daheim sitzen müssen und das vor dem Fernseher anschauen. Trotzdem sind wir sehr, sehr gut aufgestellt in allen Disziplinen. Das war unser Ziel und ich bin überzeugt, dass das auch schöne Weltmeisterschaften werden. Das große Ziel für uns sind 7 bis 8 Medaillen, sage ich auch für mich. Wir nehmen natürlich was kommt, umso mehr, umso besser. Auf jeden Fall unsere Athleten, also unsere Athletinnen und Athleten sind bestens eingestellt.